Ja, sehr coole Szene. Der Kampf ist schon seit 5 Minuten vorbei, also so lange gucke ich mir das hier schon an. Und im Hintergrund, ihr seht das hier, ich mache euch das mal ein bisschen größer, die Kampfmaschine immer noch am Rocken, so im Takt der Musik hier. Aber erstmal jetzt zum Video. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, lieber Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Torsten Agathoto, beim Clan. Wo bin ich? Ich bin im Clan Ü Fighter, nee, Fighter Ü30 oder so. Ah, da, The Fighter Ü30. Ja, ich glaube, ich habe euch den Clan noch gar nicht vorgestellt. Ich muss hier nur eben Nachtdorfangriff machen. Der geht ganz, ganz schnell, denn mit den Nachthexen hier, da ist das manchmal, ist manchmal auch so, die können gut laufen oder fliegen, je nachdem, aber das kann auch mal ein richtiger Fail werden. Klar, wenn du in so ein paar Riesenbomben oder in diese Megaminen reintappst, dann ist es das natürlich für die Hexen gewesen, und tödlich ist natürlich auch immer so ein Minenwerfer, der dann vor allen Dingen auf die Hexen ballert. Das wird dieses Mal, ja, mal gucken, wo, ja, jetzt sind die aber alle um meine, seht ihr das da? Jetzt sind die alle so ein bisschen an meiner Kampfmaschine dran. Und natürlich dann auch im Bereich des Multimörsers, aber sie sind zumindest erstmal raus aus dem Bereich des Crushers da oben. Ah, nicht des Crushers, des Brutzlers. Und ja, 53. Ich brauchte jetzt nur das, die Stern, wie heißt es? Sternlabor. Ich brauchte nur, da unten. Ich brauchte nur das Sternlabor. Und aber ihr seht das hier, wenn das gut läuft, dann können das auch schon mal 3 Sterne werden. Habe ich jetzt öfter schon mal festgestellt, denn der Kampf direkt vorher waren auch schon mal 3. Also das seht ihr ja auch hier selten. Ich habe versehentlich mal die Kampfmaschine gelevelt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich hatte irgendwie ein Buch zu viel oder sowas. Irgendwas war da. Und ja, super. 2 mal 3 hintereinander, glaube ich, waren das jetzt gerade. Oder nicht ganz hintereinander. Ach nee, hier waren es 68, aber der davor war auch ein 100er Seta. Also gar nicht mal so schlecht. Und ich brauchte jetzt nur das Sternlabor. Also ein paar muss ich noch machen, ist aber nicht so tragisch. Ich gehe mal trotzdem in meinen Hauptdorf rein. Ich habe euch den Clan hier, glaube ich, noch gar nicht vorgestellt. Das mache ich jetzt ganz bewusst jetzt erst, denn ich habe mich so ein bisschen dazu entschieden, ich bleibe erstmal ein bisschen hier. Ich habe ja auch mal schon mal gesagt in meinen Folgen, beziehungsweise überhaupt, wo es mir ganz gut gefällt, also wo ich mich wohlfühle, wo das Gefüge gut passt. Ihr seht das hier, Ü30, das ist natürlich, das ist schon, da fühle ich mich etwas wohler als U10. Bin ich ganz ehrlich. Und willkommen im Clan, The Fighter Ü30. Wir suchen treue Clankrieger und spendenfreudige Clankameraden. Ab R7 ist man willkommen, und ihr seht, wir haben auch noch 15 Plätze frei. Keine Rascher bei den Clanspielen, sind ein Drittel der erreichten Punkte pro Spielerpflicht. Ist also ganz locker. Und ich glaube, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, noch ein Drittel. Ist aber noch ein Tag, 10 Stunden hin. Und wir gucken einfach mal ein paar Fights an. So, man weiß ja auch nie, wie die so im CK ticken. Da ist natürlich für mich auch manchmal, ja, manchmal, was heißt manchmal, erstmal schwer ist, so ein bisschen reinzukommen durch die Mehraccountigkeit, dann in den Clans, gut, mit den beiden Max R9ern. Da bin ich natürlich jetzt schon wirklich etliche Wochen in den Clans drin, wenn nicht sogar etliche Monate. Da hat sich das schon so ein bisschen zum Stamm entwickelt, aber der Avatar ist ja eigentlich so ein bisschen mein, ja, mein Jumper-Account. Und aber wenn das Gefüge passt, dann bleibe ich immer gerne auch mal ein bisschen länger als nur Clanspiele oder mal nur ein, zwei CKs. Dann fällt mir der Abschied dann auch schwer. Und wenn dann auch noch genölt und gequengelt wird, so nach dem Motto, auch wenn man mich ja nicht kennt, das ist ja, ich glaube, man kennt mich hier noch nicht. Weiß ich nicht genau. Ich habe es glaube ich mal kundgetan, aber da war es auch schon so spät in der Nacht. Ich glaube, das hat dann auch nur einer mitgekriegt. Weil ich weiß aber gar nicht mehr, woraus das kam. Aber ist auch egal. Und schön gemacht hier vom Frederik. Also erstmal, okay, 5 auf 13. So sind die Kriege hier manchmal. Dann muss man auch ein bisschen, ruhig mal ein bisschen tiefer ran. Aber ihr seht, der Frederik ist jetzt auch nicht so der High-Account, also mit seinem RH9er hier. Ja, und einige sehen hier leider so aus. Das ist aber nicht so schlimm. Und wir sehen hier 10 auf 10, also hier passt das Gefüge schon wieder, also 1 zu 1, also eigentlich den Gegenüber gemacht. Und wir schauen mal, ich habe auch nicht alle Angriffe hier in dem Clan mitbekommen. Manchmal läuft es hier, gerade zum Ende wird es hier hektisch.
Denn unsere hohen Elfer oben, wir sind auch gar nicht mal so hoch, beziehungsweise ich bin relativ hoch bei den Elfern mit meiner Base. Ich war jetzt, Alter, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr das gerade gesehen? Das war ja ultra krass. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Alter, einfach mal alle Drachen auf eine Lage spammt hier. Gut, die X-Bogen stehen jetzt passend auf. Ich kriege mich ja gar nicht mehr ein. Die X-Bogen stehen natürlich passend auf Boden. Wunderbar. Die Queen, ja, ist jetzt auch nicht so dolle da in der Mitte. Und mit den Vierer-Drachen, denke ich, ist das hier. Ja, war das hier? Ach, gegen den Feger da. Ja, aber. Sind wir ehrlich, die restliche Defense hier, außer die Feger, es nerven ja eigentlich nur die Feger hier, mehr nicht. Also eine richtige Luftdefense gibt es hier nicht. Und deswegen, denke ich mal, war der Kampf für den Seri-Prinz hier einfach nur nervig. Und er musste hier sicherlich nicht zittern. Ja, aber wie gesagt, es sind hier oben zwei Elfer immer vor mir gewesen, jetzt schon seit ein oder zwei Clankriegen. Und dementsprechend ist das Matchmaking, also wir haben so ein kleines bisschen, man kann ja auch mal eine glückliche Phase und Serie haben. Und das haben wir hier, glaube ich. Wo wir relativ, was heißt relativ, wir sind stark oben, Punkt. Und unsere Gegner waren bisher, na, sie waren nicht so stark. Kann man einfach mal so sagen. Die waren mal nicht so stark, haben auch ein bisschen Lack gehabt hier. Haben jetzt auch eine Dreier-Serie hingelegt. Und ich denke mal, das ist dann auch in Ordnung, wenn man dann so angreift. Aber war schon witzig zu Anfang. Okay, Klamburg hat er jetzt gar nicht gesetzt, den zweiten Gift auch nicht genommen. Naja, aber ihr seht das hier, Eil kann auch noch ein Level hochgehen. Und hat auch schön gemacht hier. So, dann gucken wir mal, was uns die Tastenkombination hier zu bieten hat. Der Alt F4. Schauen wir mal. Früher war es ja mal eine nette Anekdote. Alt F4, drück mal Alt F4, ha. Ja, und irgendwann einmal ist man mindestens drauf reingefallen, aber ein zweites Mal meistens nicht. Und ist natürlich die Tastenkombination zum Beenden oder zum Beenden, glaube ich, von Fenstern, beziehungsweise die Applikation schließt sich. Und deswegen Alt F4, also ist eine alte Anekdote. Aber schöner Funnel hier. Jetzt können die Walküren, Donnerwetter, die gehen aber richtig mal richtig da rein in die Base. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut gemacht hier. Alles ist jetzt in der Mitte. Der Drachen, ja, schade. Drachen dreht sich natürlich, aber so richtig viel pusten konnte der auch nicht. Der war nämlich richtig schön in Gift. Und ein bisschen nervig natürlich jetzt der Multi-Inferno, der sich natürlich gleich ein paar Walküren schnappt und die müssen da durch eine Mauer durch. Aber die Magier haben es da oben jetzt gerissen. Gut gemacht hier. Pekka noch mit an Bord, okay. Ist das sein eigener? Ja. Pekka ist eine krasse Truppe. Muss man so sagen, stelle ich mit allen Rathausstufen fest. Und ich hab das ja im Thumbnail gesehen. Den durchgeknallten Pekka. Den zeige ich euch natürlich auch. Den kann ich euch nicht vorenthalten. Gar keine Frage. Und erlebt habe ich auch so noch nicht gesehen. Ich hatte einen Tag vorher, glaube ich, bei Olli schon so einen Pekka gesehen, der ja reingerannt ist, der rausgerannt ist zu einer Bauhütte, die eigentlich noch gemacht werden musste. Und dann hat er sich ja doch wieder entschlossen, ach nee, ich gehe doch noch mal rein. Und dadurch wurde es dann für eine Zeit zu eng. Also die ticken auch irgendwie hinter ihren Hörnern ganz, ganz komisch. Frauen halt, hätte ich fast gesagt. Aber was ist eigentlich an diesem Angriff jetzt komisch gewesen? Der sieht ja eigentlich noch ganz gut aus. Pekka ist jetzt zwar hin, aber King ist noch da. Okay, der ist jetzt auch hin. 13, Level 13er Queen hier. Irgendwas muss ja hier gewesen sein, dass das nicht mehr funktioniert hat. Denn hier waren es wirklich nur so ein paar ganz pisselige Prozent, die hier eigentlich nur gefehlt haben. Spule ich das mal eben vor. Ah, okay, ein Magier nur noch, Queen war aber noch zündbar. Und die letzte Def auch weg. Oh, schade, was ein Pech, die alte Riesenbombe am Ende. Okay, ich habe mir jetzt einfach mal die schönsten Kämpfe rausgepickt. Ja, und unser Einster hier, unser Erster hier, der Kemal Savas Mustafa seines Zeichens. Aber ich darf ihn Kemal nennen, er hatte mir das zumindest so angeboten. Nicht, dass ich jetzt nicht Mustafa schreiben würde, sondern ich glaube, es ist einfach schneller und kürzer, einfach mal fix. Und ich glaube, alle kennen ihn unter Kemal hier. Deswegen, wenn jetzt einer anfangen würde und würde den ganzen Tag Mustafa schreiben, dann wären die wahrscheinlich verwirrt hier. Aber mal gucken, wie er den
wie er die Einzige gelöst hat, hat wieder ultra lange gewartet. Da macht er sich auch selber den Stress immer selber so ein bisschen, indem er so lange wartet. Aber ist natürlich auch immer taktisches Geplänkel. Denn bis zu einem gewissen Zeitpunkt, da war der Clankrieg hier nicht entschieden, sondern da wussten wir nicht, macht der Gegner noch was? Wie macht der Gegner noch was? Holt er noch Sterne? Müssen wir noch irgendwo was rausputzen? Also ich durfte mit meinem Zehner dann auch auf einen neuen Halber ohne Infernos. Und bin ich mit Hox durch, brauche ich euch nicht unbedingt zeigen. Ich zeige lieber die Angriffe von den anderen, also von meinen Teammates hier. Und das ist mir einfach ein bisschen wichtiger, als den Ego-Trip hier abzufeiern. So nach dem Motto, oh, Toto macht auch mal 3 Sterne. Das wisst ihr, so bin ich nicht. Also ab und zu mache ich das sicherlich. Aber oh, entschuldigt bitte, da bin ich gerade mal wieder an mein Mikro gekommen. Aber in dem Fall hier, da musste ich das nicht machen. Und aber hat das schön gelöst. Und ich habe auch mir hören und sagen lassen, dass hier oben die beiden Ältere, also Kemal und der Slizzer, das sind schon kleine Bänke hier, die schon sehr, sehr stabil, also ganz nicht das, was ich gewohnt bin, stabile 2 Sterne hier holen. Im oberen Bereich ist das hier in dem Clan absolut top und super in Ordnung, wenn man das hier so macht. Von daher ist das hier auch der hier war jetzt, ja, das sind jetzt nicht die super 90% hier. Oh doch, das wären aber noch ein paar, oder? Eine Minute noch Zeit, Queen noch voll unter Heilung. Golem tankt da, ja, top. Also sind ja doch noch ein paar Prozente geworden, hier sehe ich gerade. Und hat er gut gemacht hier, also sind schon sehr, sehr stabile Angreifer, aber es sind auch nicht so super viele Elfer hier. Und wenn man aber so gut dann agiert und auch super Absprachen hat hier, also die beiden Elfer, die kennen sich scheinbar schon ein bisschen länger, dann funktioniert das hier wunderbar, auch mit den Truppenspenden. Hier wissen die Leute teilweise schon, wie die Clan-Mates ticken. Und selbst wenn da eine Clanburg angefordert wird mit Need Reinforcement Troops, dann wissen die mal genau, da kommt ein Golem, ein Riese und ein Wutzauber rein. Ihr seht das, 38, 31 hier gewonnen. Sieht ganz gut aus. Ich glaube auch mein Result hier kann sich sehen lassen. Ich habe den Vierer auf 80% gebracht und den Achter letztendlich dann auf 100%. Das war auch von meiner Seite voll in Ordnung. Einige haben hier unten nicht angegriffen, aber ich glaube, oh, etwa mal wieder ein bisschen zu schnell geklickt hier. Ich glaube, das ist aber nicht ganz so schlimm. Haben wir gut gerissen hier, haben auch wieder gut verteidigt, hat mal wieder gehalten hier. Zwinker, Zwinker, Anti 3. Und sollte ich hier nämlich erst nicht nehmen, ich sollte immer erst eine Base nehmen mit Rathaus drinnen. Ich habe mich aber dazu entschieden, eine mit Rathaus draußen zu nehmen, um es den Elbern ein bisschen schwieriger zu machen. Und das hat jetzt auch in 3 Clankriegen schon funktioniert. Also super Sache. Ja, und diese komische durchgeknallte oder die durchgeknallte Packer, die habe ich hier in meinem Attack-Log noch drin. Da habe ich nämlich eine Truppe weggeworfen. Ich glaube, es war dieser Kampf hier. Da habe ich eine Truppe wegwerfen müssen vorm CK. Ihr seht das hier. Das ist so ein bisschen Spender, Golem, Packer und die Bowler. Und irgendwann willst du natürlich dann auch deine Armee nutzen, die dem Clankrieg nutzen willst. Das war in meinem Fall auch Queenwalk mit Mass Hox. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen, das passt ja nicht. Und die Base passt ja auch jetzt nicht unbedingt zu Kobolden. Aber ich habe gedacht, du musst jetzt einfach wegschmeißen und gehst mal in die Base hier einfach rein mit dem, was du so hast. Ich meine, die Infernos sind jetzt nicht ganz so stark und die nehmen sich jetzt zwar hier stark meine vielen, vielen Kobolde aufs Korn, aber das Dunkle ist mir. Und ich glaube, Rathaus ist mir auch noch. Also kriege ich alles. Dort heile ich die einfach mal ein bisschen durch. Wollte ja auch die Zauber wegschmeißen. Ja, und jetzt, ich halte das mal eben an hier am unteren Ende. Da sehen wir gleich diese durchgeknallte Szene. Und ich habe das auch erst beim zweiten Mal hingucken gesehen. Also hier unten gibt es jetzt nicht mehr viel. Und ich hatte jetzt noch einen Zauber, den musste ich loswerden. Oder zwei, ich glaube, das war nochmal einmal ein Wutzauber hier hinten. Und einmal ein Wutzauber schmeiße ich nur auf den Packer. Und aber die Queen ist dann noch rumeiern, das seht ihr da oben schon, sie kommt gleich wieder ins Bild. Und hier habe ich jetzt den Wut genommen, das sieht noch ganz gut aus hier. Packer geht jetzt, schade, Packer geht leider raus, habe ich gedacht, naja, komm gut, dann holst du mir vielleicht noch das eine oder andere Lager. Aber dann passiert es eigentlich, die beiden Magier werden jetzt natürlich erstmal gekillt hier von dem Inferno, von dem Tesla. Und jetzt guck, was passiert, Wut, rein, raus, rein. Queen, was? Die Queen bewegt sich ja immer nur mit ihren Hüften rechts und links und der Packer genau in dem Takt immer hin und her, hoch, runter, hoch, runter. Okay, ja, also ganz witzige Szene, so ganz analog zu dem Packer, den Olli die Tage gezeigt hatte. Wollte ich euch nicht vorenthalten.
Also ganz nettes Ding hier. Ja, hier geht es ganz gut bergauf. Im Moment schaffe ich es nicht, das Ganze hier nachzufahren, um meine Bobs hier sinnvoll zu beschäftigen. Wird aber, ich habe hier, glaube ich, auch wieder, ja, wir haben natürlich ein bisschen was in der Treasury. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich wollte heute einfach, ich nehme ganz, ganz spät auf. Ich habe heute den ganzen Tag wirklich nur draußen verbracht, Fahrräder repariert, nochmal repariert. Rumgefegt, dann habe ich auch gestern, bin ich zu nichts gekommen, weil ich hier meinen Rechner umgebaut habe, putz die Platte gemacht habe und, also war eher wenig mal online, wenn dann höchstens am Handy, aber ich hoffe trotzdem, dass euch der kleine Nachgeschmack hier mit dem Packer gefallen hat und natürlich mit mir, dem Thorsten. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.